Mit 6852 Inseln ist Japan der viertgrößte Inselstaat der Welt. Wir haben uns auf der Hauptinsel Honshu aufgehalten. Unsere Schwerpunktdestinationen: Osaka, die Präfektur Mie, Kyoto, die Präfektur Shizuoka und last but not least Tokio. Nach der Landung am Osaka Airport ein kurzer Abstecher zur Burg Osaka, eine von Japans berühmtesten Burgen, die eine wichtige Rolle bei der Vereinigung Japans im 16. Jahrhundert spielte. Dann geht's gleich in die Präfektur Mie zum Zoo, Golf und Country Club. Und eines gleich vorweg, wir haben nicht alle 2400 Golfplätze der Insel gespielt, aber alle, die wir gespielt haben, präsentierten sich in bestem Zustand. Gepflegte Fairways, mustergültige Grüns und ein landschaftliches Umfeld, das einen manchmal vergessen lässt, in Japan zu sein. Der Zoo Country Club ist, wie die meisten anderen Plätze auch, behutsam in die hügelige Landschaft integriert. K ist obligatorisch und nach spätestens zwei Löchern weiß man auch warum. Nach dem Spiel erwartet uns ein fulminantes Mittagessen am Chef's Table. Ein Ausflug ins nahegelegene Ise und zum gleichnamigen Shinto-Schrein geben dem Besucher das Gefühl, nicht nur in einer anderen Welt, sondern auch in einer anderen Zeit zu sein. Im Toba Seaside Hotel erwarten uns nicht nur originelle Zimmer mit Schlafmatten anstelle eines Bettes, sondern auch ein authentisches, traditionelles Abendessen. Ein Erlebnis der anderen Art. Shark? Aber in Japan? Sharkfin. Oh, Shark. Sashimi. Shark. Der nächste Tag ist wieder dem Golfsport gewidmet. Der Kintetsu Hamashima Country Club wartet mit einer Besonderheit auf. Golfcars mit Remote Control. Das heißt, man braucht hier weder lenken noch Gas geben oder bremsen. Das erfolgt alles automatisch. Man drückt lediglich einen Start- bzw. Stopp-Button, wenn der Ball auf dem Fairway ist. Und auch hier wieder sehr hügeliges Gelände, teilweise mit Meerblick. Übrigens, auf Japans Golfplätzen ist es üblich, nach 9 Löchern eine Lunchpause einzulegen, die durchaus 45 Minuten dauern kann. Anschließend geht es gestärkt auf die Back 9. Unser nächstes Etappenziel ist das Prime Resort Kashikoshima, wo wir in der Abenddämmerung ankommen und in einer nahegelegenen Sushi-Bar dinieren. Der Meister weiß, was er tut, und egal ob Sashimi, Sushi oder Maki, es schmeckt vorzüglich.
Nach einem typisch japanischen Frühstück verlassen wir das Prime Resort und besichtigen das Shima Kanko Hotel, in dem sich die Vertreter der G7-Staaten im Frühjahr 2016 trafen. Von dort geht's weiter zum Lunch bei den Ama Diving Women. Diese 2000 Jahre alte Tradition hat ihren Ursprung in der Nahrungsbeschaffung, also Meeresfrüchte, und wurde später für die Perlzucht eingesetzt. Die Frauen können ihren Beruf bis ins hohe Alter ausüben, da die Atemtechnik mit den Jahren immer besser wird. Und besser schmeckt es natürlich auch am offenen Feuer von den Ama persönlich zubereitet. Auch auf Mikimoto Pearl Island wird diese Tradition, zumindest aus touristischen Gründen, noch praktiziert. Kokichi Mikimoto begann 1893 mit der Perlenzucht und im angeschlossenen Museum erhält der Besucher Einblick in die faszinierende Produktionsweise dieser Preziose, die nach wie vor weltweit sehr begehrt ist. Zurück zum Golf, der Coco Bar Resort Club erwartet uns und auch hier wieder alles sehr gepflegt und eine Augenweide. The hotel, right? Es bleibt uns noch ein wenig Zeit, um einen Abstecher ins Ninja-Museum bzw. zu einer Ninja-Show zu machen. Diese Kampfkunst hat ihren Ursprung angeblich im bäuerlichen Widerstand gegen die herrschaftliche Versklavung und ist etwa seit dem 12. Jahrhundert bekannt. Dann wieder raus an die Golffront, wo uns diesmal drei japanische Single-Handicapperinnen Gesellschaft leisten. Golf ist in Japan übrigens seit 100 Jahren beliebte Freizeitbeschäftigung, zumeist allerdings der Oberschicht vorbehalten, da sowohl Mitgliedschaften als auch Greenfees in einer Höhe sind, die sich ein Normalo nicht so schnell leisten kann. Die rund 2400 Golfplätze der Insel sind vorwiegend von Einheimischen frequentiert. Das soll sich aber in nächster Zukunft ändern und sowohl die einzelnen Präfekturen als auch Reiseveranstalter wie etwa der Japan Golf Travelers Club leisten ihren Beitrag dazu. Womit wir auch schon am Ende von Teil 1 Golf in Japan wären. Im zweiten Teil sehen Sie Bilder der ehemaligen Hauptstadt Kyoto, die Golfplätze Kyoto, Kawana und Southern Cross sowie last but not least einige Impressionen aus der Millionenmetropole Tokio. Bis dann, Sayonara!